Brigitta Pallauf ist im oberösterreichischen Hausruckviertel aufgewachsen, lebt seit inzwischen mehr als 40 Jahren in Salzburg. Das Amt der Landtagspräsidentin übt sie seit 2013 aus. Frau Präsidentin, was ist das Besondere an Ihrer Funktion? Es ist eine Ehre, die Präsidentin des Salzburger Landtages zu sein. Ich werde ja gewählt in diese Funktion von allen Kolleginnen und Kollegen im Landtag. Und ich repräsentiere das Salzburger Parlament. Innerhalb des ÖVP-Landtagsclubs sind Sie unter anderem für die Themen Frauen, Kultur, Justiz und Europa zuständig. Das sind diese Bereiche, wo ich einerseits aus meiner beruflichen Erfahrung als Juristin viel beitragen kann, aber andererseits sind es Herzensthema. Kultur ist für mich ja das viel zitierte Lebensmittel. Und in Salzburg haben wir viele Möglichkeiten, hier auch Kultur beizuwohnen, zum Teil uns zu beteiligen. Aber jedenfalls klingt Salzburg ein ganzes Jahr lang. Und das andere ist natürlich Frauen. Nicht nur, weil ich Frau bin, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass Frauenpolitik mehr ist als ein Nischenprodukt. Jeder Politikbereich ist Frauenpolitik, weil es geht uns alle etwas an. Und Salzburg liegt im Herzen des Herzens Europas, wie Hugo von Hofmannsthal immer sagt. Und daher ist Europapolitik auch Regionalpolitik. Und da darf ich für Salzburg im Ausschuss der Regionen mitarbeiten. Gibt es eine Geschichte aus dem Landtag, die Sie niemals vergessen werden? Ja, eigentlich sind es zwei Geschichten. Das eine ist meine Angelobung zum Salzburger Landtag im Jahr 2009. Denn hier war für mich das Repräsentantinsein, diese Verantwortung zu tragen für andere Salzburgerinnen und Salzburger, sich in die Debatte einzubringen, mitzudenken und mitzuentscheiden, spürbar und greifbar. Da war fast ein bisschen eine Gänsehaut dabei. Und das Zweite war, als wir unseren Landtagssitzungssaal wieder in Betrieb genommen haben nach den 2 Jahren Umbau, der hervorragend gelungen ist und technisch und auch optisch sehr viel gewonnen hat und wir mit viel Freude unsere Debatte wieder aufgenommen haben. Neben Ihrer Ausbildung als Juristin sind Sie auch ausgebildete Mediatorin. Hilft das manchmal auch bei hitzigen Landtagsdebatten? Als Mediatorin ist es so, dass man lernt, gut zuzuhören. Und das schadet auch einer Politikerin nicht und schon gar nicht im Parlament. Wenn die Politik dann mal für einen Tag ruht, was steht dann in der Freizeit am Programm? Ich liebe die Salzburger Berge, Sommer wie Winter. Ich gehe gern wandern, ich fahre sehr, sehr gerne Ski und das haben wir ein reiches Angebot und da sind wir auch gesegnet in diesem Land. Und das andere ist, ich lese sehr gerne. Es ist mir wichtig, dass ich mich auch mal zurückziehen kann, ein gutes Buch zur Hand nehmen kann und hier auch Anregungen einerseits, aber auch Ausgleich und Erholung zu finden.